Willkommen zurück, Madden NFL-Franchise mit den Seahawks. Es ist Woche 10, die Rams stehen vor der Haustür. Nein, wir stehen bei den Rams vor der Haustür, so rum. Ihr seht 7-2, die haben ein Spiel mehr als wir. Aber auch richtig gut. Unsere einzige Niederlage waren die Rams. Dieses Spiel werde ich auch komplett spielen, ja, wie versprochen. Das wird richtig übel. Aber vorher schauen wir mal, wer möchte noch was? Na, der von letzter Woche. Defense Tackle, ja. Nachdem er andere jetzt verletzt ist. Komm. Kriegst du ein bisschen was? Wir brauchen einen. So. Cornerback. Der ist fix. Aber das ist auch alles, oder nicht? Ratings da. Na, 112. Top 35. Muss ich die alle mitnehmen? Komm, du kriegst nur einen. Ja, dafür kriegst du ein bisschen mehr. Komm, hier 900.000. Zack. Er mag das nicht. Ja, gut. Oh ja, erstmal ins Training. So. Da haben wir letztens zweimal Gold geholt. Schauen wir mal kurz. Ja, da war es der Halfback. Top Threat. Rushing Yards. Vierter in der Liga. Ja, okay. Mehr Laufspiele als Passspiele. Okay. Eine Defense. Interception, Second in der Liga und Sacks auf Platz 8. Ja, ist halt übel. Defense 89er Overall Rating. Da können wir uns auf was gefasst machen. Okay, ab ins Training. Wir sehen uns gleich wieder. Dann sind wir zurück. Diesmal nicht zweimal Gold, sondern Silber und Bronze. Ja, das Silber war ein bisschen ärgerlich. Ganz knapp. Da hat mir ganz wenige Yards, Inches haben mir eher gefehlt, um Gold zu kriegen. Hier, das war einfach wieder lächerlich. Da waren zum Beispiel zwei Spieler, die standen ineinander. 2 Meter von dem einzigen freien Wide Receiver noch entfernt. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Die standen so ineinander, haben so ineinander rumgebackt. War eine geile Sache. Und es war auch wieder, es ging um Man-Coverage und das hat halt wieder nicht zum Spielen, Spielzüge gepasst. Ach, ist egal. Können wir nicht ändern. Bisschen Punkte haben wir gemacht. Wir haben uns natürlich auch wieder verbessert. So. Playful Game. Gegen die Rams noch letztes Mal verloren. Da muss jetzt der Bunte komplett ran. Da müssen wir mal gucken, was wir hinkriegen. Und hoffentlich gleichen wir unsere Niederlage aus. Wir haben zwar 2 Verletzte, aber ein bisschen motiviert. Die Rams, die ruhen sich doch schon auf ihrem zukünftigen Erfolg aus. Die wissen doch schon, ach, wir werden jetzt bald in ein paar Saisons werden wir den Super Bowl holen, da müssen wir uns doch jetzt gar nicht so reinhängen. Ja, Banane. Ich. Oh, das Trikot kenne ich jetzt noch nicht von denen. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen sprachlos gemacht. Mann, das ist unser. Nein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, schade. Ich hatte kurz die Lücke gesehen. Aber die war zu, bis ich da war. 28-Yard-Line ist okay. Sind 3 mehr als beim Self-Catch. Also passt es. So. Wir schauen mal, wie es bei denen aussieht mit Laufspiele. Nicht so gut. Die kam ziemlich fix durch. Wide Receiver deep in. Ja, machen wir das so. Ja, haben nichts gewonnen durch das Lauf. Wow, holy shit, wo ging der hin? Der ging nicht dahin, wo es hin sollte. Sind beim Third Down, das lief bis jetzt nicht so, wie es sollte. B ist in Ordnung, Y, X muss ich gucken, wie es.
Ja, ah, zu lange gebraucht, um loszuwerden. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen die A-Taste gestreift und gedrückt, bevor ich auf B gekommen bin. Aber 29 Yard Reception, da können wir uns nicht beschweren. So. Ah, schade. Da kam. Ja, nicht, der Safety war es, glaube ich, nicht, der da getackelt hat. Aber wir kamen weiter. Oh, Spacing? Komm, wir machen Spacing. Damit rechnen die jetzt nicht, dass die sich dann alle umdrehen. Haha. Zum Glück hat er noch. Haben wir ein bisschen was gemacht. Fünf Yards. Nice. Two-Minute-Warning. Gibt's, ach so, gibt's es später. Stimmt. Inside Cross. Ja. Oh, jetzt sitzen alle da. Ja, gut. First and goal. Ja. His passing's been on point on this drive, hasn't it? Been very accurate. Gotten the ball downfield, gained nice chunks of yardage. So. And this is condensed, partner. So if he's gonna throw the football, that would be pinpoint here. As I was gonna ask you about that. Field shrinks, has to be sharper, but it's been a good opening drive. Ja, dreh mich zurück. Da habe ich leider nichts gesehen, bis auf ihn. Second and goal. Only a yard and the completion, it's second and goal. Ich wag's jetzt einfach mal. Oh ja, er fällt einfach um. Okay, jetzt wird's hart. Aber wir haben noch zwei Versuche. Zwei Versuche haben wir noch. Nein, jetzt habe ich den falschen gewählt. Ja, das war ein scheiß Pick. Ich hätte noch ändern können. Wir sind beim 5. Nein, komm. Das riskieren wir. Ja, wir sind ganz am Anfang. Aber ich riskiere das. Oh, jetzt schiebt er den nach rechts weg. Der muss noch einen Schritt machen. Wir sind beim einen. Ja, der muss seinen fucking einen Schritt machen und er kriegt's nicht hin. Oh, da war zu viel Druck. Guckt euch an. Da hätte er den Schritt machen müssen. Und da kommt der Druck von der Seite. Duck. Ach, schade. 3 Punkte weg. Aber die müssen richtig viel laufen. Da war die Lücke, habt das gesehen. Ich bin zu weit nach links und dann habe ich die Lücke aufgemacht. Mein Fehler. Mit dem ich gelaufen bin, habe ich die Lücke aufgemacht. Das war natürlich richtig blöd. Komm zurück! Da den Inches. Oh, played this 17 times, ja. Yeah. Komm schon. Ja! Oh, hat sogar ein bisschen noch was nach hinten verloren. Ja, die werden punten. Das würde sogar ich machen. Yard-Linie. 2 Minuten haben wir noch im Second Quarter.
Ist okay. Also wir merken, Laufspiele sind gegen die echt nicht so super. Ah, das ist ein bisschen wenig. Okay, war das kein Pass-Interference? Der stand ja mal sowas von im Weg und hat ihn blockiert. Naja. Oh, ich hab's wieder gesehen. Da steht er wieder im Weg. Also die stehen um einiges besser als die Charger. Third down und viel zu weit weg, um Field Goal zu machen. Ach, schade. Schade, schade. Pass kam diesmal an. 5 Yard gemacht. Aber das wird nicht reichen. Ah. Ja, das muss abhanden. Da machen wir, kann ich da faken, war auch nicht viel zu weit hinten. Leider. Coach Jonathan Coach wird standing by Orlando. He'll be alongside at half to take us through the weekend. Also noch 2 Minuten zum Rübergehen. Und wir haben immer noch keinen Punkt gemacht. Jetzt wären die 3 Punkte vielleicht doch ganz nützlich gewesen, aber ja. Wow, wer hat gezuckt? Ja. Offense! Offense hat gezuckt. Ha! 5 Yard Penalty. Einer in der O-Line, der Offensive, hat gezuckt. Zu früh. Da war nicht. Hat er ihn? Scheiße. Hat ihn gefangen. Nee, das passt so. Lassen wir so. Den hat er weggeschmissen. Wenn ich gespielt hätte, wäre ich gerade ausgelaufen. Da war eine Lücke, habt ihr das gesehen? Da haben wir eine Lücke gelassen. Da wäre ich einfach ein paar Yards gegangen. Wow. Habt ihr das gesehen, wie er mich auch einfach stehen lässt? Puh. Das war ein ordentlicher Drive. Na, kein ordentliches Play, kein ganzer Drive. Noch haben sie. Noch haben sie nicht gescored. Sie kommen zwar in Field-Goal-Reichweite, werden also auch, selbst wenn wir sie jetzt aufhalten, 3 Punkte machen. Aber sie sind noch nicht so weit. 1 Minute noch. Wie frei der steht. Wo sind denn da die Verteidiger? Der hat nicht mehr. Nee, warte, verwechselt. Machen wir mal ein Cover-to-Man. Vielleicht passt das ein bisschen besser. So viele Lücken wieder stehen. Ja, gesackt. Das hätte er. Den hätte er. Den hätte er loswerden müssen. Jordan freut sich durch den Schiedsrichter durch. Nice. Da haben sie jetzt ordentlich verloren. Das war ganz, ganz gut, Man-Cover zu spielen. Da haben wir ein bisschen mehr Druck aufgebaut. Wow. Da sind wir zurück. Die haben mich echt kurz vor dem Sack rausgeworfen. Second and 19. Dann machen wir den nochmal. Weißt du, da freie Bahn auf den Quarterback.
Nehmen wir den nochmal. Oh, jetzt passt es natürlich wieder nicht. Sind sie beim 3rd and 10 oder so? 15. Au, oh, ich habe gedacht, die haben mehr geschafft. Wir machen weiter Cover. Ich habe echt das Gefühl, damit kommen die schlechter klar. Wenn wir Zonen verteidigen, dann passt es bei denen lassen. Dann steht einer frei. Ja, er hat ihn echt. Scheiße. Shit. War ein geiler Pass. Ja, zu spät losgekommen. Zu wenig Geschwindigkeit. Sekunden, da werden wir nicht mehr viel reißen. Da, da hätte ich nicht spinnen dürfen. Da hätte ich noch laufen können. Ah. Um, 22 Sekunden. Komm, dann machen wir. Sekunden muss man sonst nicht groß anderes was machen. Jetzt ziehen wir ein Timeout. Hat echt funktioniert. Eine Minute Zeit. Ein Spiel noch. Komm, das kriegt man auch hin. Sonst ein Field Goal. Oder noch. Das wäre natürlich der Hammer. Wenn wir den. Timeout. Ja. Insager sagt es genauso, wie es laufen soll. Nein, ich habe nicht geguckt. Da war ich ein bisschen noch. Habe ich gerade, ja. Gut, noch das Timeout gezogen. Schade. Aber 3 Punkte nehmen wir noch mit. Mehr als erwartet. Da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. Da war da der Best wahrscheinlich auch nicht gut gezogen, was ich genommen habe. Habe zu lange gebraucht, bis einer frei war. Und dann wurde ich gesackt. Nehmen wir die 3 Punkte mit. Abhaken und zweite Halbzeit. Auch wenn es mit dem Internet- und EA-Server-Abmeldungsdings immer noch unschön ist. Denn wir haben dadurch einen Sack verloren. Er kniet. 25 Yard, da geht's los. Wir sind noch zwar nicht weit vorne, aber ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Mit dem Cover. Gut, kein First Down, da haben sie die Lücke freigemacht. Haben sie gut, 7 Yard nach vorne. Blitzen. Warum sollen wir denn jetzt schon blitzen? Da steht alles frei. So. Nice! Das hat er automatisch gemacht, das war nicht ich. Finde ich immer gut, dass sie so mal Initiative zeigen. Wenn ich jetzt wie jetzt zum Beispiel nicht schnell genug den krieg, machen wir den Cover Hold Press und ich gehe nach links. Schade, da waren wieder viele Leute und sie standen trotzdem nicht gut genug dran. Und dann ist da die Lücke und dann, ja, die haben auch einen ordentlichen Quarterback. Der kriegt es hin, den Ball ranzubringen. Wir haben ja schon beim ersten Touchdown hier gesehen. Ja!
gesackt. Da kam er durch, die 92. Jawohl. Mission completed. Gut gemacht, Jones. Ich gehe jetzt einfach weiter mit Man Coverage. Vielleicht täusche ich gleich nochmal Zone Cover an und ändere das dann. Ja, da bin ich direkt durchgekommen. Da hat mich keiner direkt getackelt. Third and 21. Ist es schon wieder Jones? Ja, The Jones. Nice Jones. Jones? Jones. Wir nehmen Jones. Jones kommt durch. Gut, den haben wir gelegt. Sie werden punten. Immer noch 11 Yard. Was ist das eigentlich auch für eine Scheiße? Ich krieg den total spät erst. Er kann nicht mal zurückrennen. Jetzt fange ich bei der 4-Yards-Linie an. Weil, ist halt scheiße. Aha, jetzt kein Safety kassieren. KB macht dann so einen Knick nach außen. Wow, ich wirf extra Bullet Pass direkt. Safe Catch. Nein. Der macht auch einen Knick, der RB. Ja, hat ihn. Gut, bisschen weg von der Endzone der eigenen. NFL Cross. Ja, die Cross-Spieler haben wir einen Boost. Gucken wir mal X oder A. Oh, ich hab gedrückt fucking nochmal und es braucht dann manchmal so ewig. Und halt. Wenn man halt wirklich direkt drückt. Ich hätte nach links laufen. Ja, okay. Ich hätte nach links laufen müssen. Hab gehofft, da kommt mich ein bisschen weiter voran. Hat aber nicht gereicht. Third and 8. Dann machen wir ein Vertical. Nein, der kommt nicht. Scheiße, ich hatte gedacht, gerade der kommt noch. Nein, ich kann nicht punten. Dann gewinne ich hier nichts. Das ist richtig riskant. Hier entscheidet sich jetzt das Spiel. Wer ist jetzt die B? Ja, komm. Ich wollte noch rauslaufen, um die Zeit anzuhalten. Aber es war riskant, es hat sich gelohnt. So langsam, glaube ich, wird es richtig bitter, dass ich mir vorhin die 3 Punkte habe entgehen lassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir jetzt halt... Der hat eigentlich das Happen müssen. Der ging viel zu weit nach rechts. Der ging wirklich, wirklich, wirklich viel, 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 viel zu weit nach rechts. Ja. Der hat ihn aber, der stand innen. Diesmal konnte ich es machen, ein bisschen früher geworfen. Oh shit, richtig Spielzug gewählt. Ja, wow. Wow, war ja kacke. Gleich gemerkt, das ist alles nichts.
Da hätte ich jetzt mit dem Quarterback einfach noch ein bisschen laufen müssen. Was ist? Okay. Oh. Er hat ihn. Ja. Gut, gut, gut. That's what they need right now. Get the first down, get out of bounds, stop the clock. Just playing smart football, understanding the situation, making the plays necessary. X könnte sein, je nachdem wer gecovert ist, B. Aha. He's back to throw. He's got it. And he'll be brought. Hat ihn, wir sind näher dran. Ich glaube, der hat ein bisschen rumgebackt. Habt ihr das gesehen? Nein! Das habe ich wieder so. Den wollte ich nicht. Vielleicht auf die A-Linie. Scheiße! Das ist sowas von. Jetzt habe ich das Spiel gedrückt. Scheiße. Das ist sowas von dumm. Er bleibt nicht stehen. Er läuft raus. Gott sei Dank. Der macht's besser. Der steht nicht wie angezeigt vor der Linie, sondern hinten dran. Touchdown. Und wir machen nicht. Wir machen keinen 2-Punkt. Ah, das hätte man vielleicht machen sollen. Two-Point-Conversion. Um, wenn man jetzt ein Field Goal noch kassieren würde. Einen Punkt Vorsprung zu haben. Andererseits, wenn wir was versauen und dann ein Field Goal kassieren, dann haben wir verloren. Und die Rams spielen so gut. Das lässt sich eigentlich nicht gut gerade riskieren. Kommt 34-Yard-Linie. 30-Yard-Reception, ja. Wir machen weiter Mannverteidigung. Wir müssen 1:18 durchstehen. Wenn wir jetzt an den Ball kommen, dann können wir es runterspielen. Nicer Zug, leider nicht gecatcht. Man up, wie deep. Wir decken das alles ab. Da wird ein paar Yard. Ah, jetzt ein Timeout. Hat wieder welche. Aber ist immer noch 13. Gut, gut. Wenn wir sie jetzt stoppen, die werden auch im vierten gehen. Die müssen gehen. Der hätte ja nur noch kurz mal werfen müssen. Aber wo nichts dagegen? Manchmal machen die einfach Scheißdreck. So, die schlagen jetzt vor, blitzen. Aber, ne, ich blitze. Aber ich tue so, als würde ich nicht blitzen. Intercepted! Hammergeiles! Hammer, Griffin, mein Mann, hammergeiles Play. Natürlich buhen jetzt die LA Rams Fans, ja. Das ist die Niederlage. Da werden wir jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Richtig gut, Griffin. Richtig gut. Da kreuzt er ab. Blick auf den Ball. Gecatcht, umgedreht. Vielleicht ein paar Inches gemacht. Das bringt uns jetzt den Sieg. So, wir haben eine Minute noch. Kann ich schon kneelen? Nee. Aber wir machen auf jeden Fall. Machen wir einen Inside Zone. Zeit läuft sowieso nicht runter, dann bringt Nielen auch nichts. Ja, Laufspiele gehen halt gegen. Ah! Die haben noch. Okay. Dann darf ich es mir jetzt nicht ganz verscherzen. Ich habe 40 Sekunden. Ich muss jetzt. Die ziehen noch einmal ein Timeout. Hey, hey, hey.
geht denn der hin? Da. Der 77, ich dachte, du deckst mich ein bisschen. Third and seven. So. Wir nehmen den Quarterback Neil und warten einfach ab bis kurz vor Schluss. Das ist natürlich dann ein bisschen langweilig, aber es ist ein probates Mittel. Das ist ein übliches Mittel, American Football die Zeit dann runterlaufen zu lassen, wenn es zu kurz oder knapp ist. Da will man nichts mehr riskieren. Man möchte vor allem halt auch keine Verletzungen riskieren, indem man noch irgendwelche. Also man muss das sowieso. Also werfen ist sowieso falsch. Da kann man kriegt man Interception. Und das wäre richtig blöd. Das heißt, wir warten jetzt kurz runter. Das ist ungefähr bei 5 Sekunden. Oh, White, die Zeit läuft. Jetzt läuft die Zeit runter. Hab ich gar nicht gesehen, dass die Zeit da nicht runterläuft. Ja, wir punten. Now here's Michael Dixon on for his second punt. He'd take a repeat of his first. Den schießen wir da hinten raus. Warte, rausschießen ist eine blöde Idee, dann geht ja die, hält er die Zeit an. So, 10 Sekunden haben sie noch. Einmal mal gewartet, ohne dass die Zeit runterläuft. Wenn die halt jetzt noch ein Big Play machen, also wenn die halt jetzt wirklich noch was reißen, noch ein Hail Mary oder sowas, das wäre halt richtig übel. Incompleted! Wow, ja, nice. Ich dachte schon, na gut, das kommt so nah rein. So, das wird die letzte Aktion im Spiel sein. Die müssen jetzt. Ja. Die müssen einen Hail Mary machen. Intercepted! Danke, Junge. Wer ist es? 28. Da, weißt du, am Schluss, jetzt Coleman, jetzt packen sie es raus. Eine Sekunde ist noch. Ach, wir haben es noch. Ja, komm, wie Neil. So. Und hingekniet. Und Zeit ist rum. Und zwar kein, ich würde sagen, überragendes Spiel, so wie jetzt gegen die Lions und gegen die Chargers, wo wir ordentlich mit Abstand gewonnen haben, aber ein dem Gegner entsprechendes Ergebnis, 10-7. Damit können wir uns sehen lassen. Jetzt kurz noch die Werte angucken. Rushing Yards 11 und wir 3. Aber Passing Yards haben wir 221 und die nur 92. Das ist halt schon. Also, wir waren eigentlich im Allen besser. Wir hätten höher gewinnen müssen. Auf jeden Fall 3 Punkte mehr am Anfang. Nice. Da können wir getrost nach Hause fahren. 8-1. Haha, 8-1 ist unser Stat jetzt. 1.700 Total, ich will 2.000, dass sie mehr Bonus-XP bekommen. Deswegen gehen wir weiter. Und Bobby Wagner. 98er Overall. Holy shit. Middle Linebacker. Ach komm. 99 Overall. Holy shit. Guckt es euch an. Ja. Wir gar nicht wissen, was... Ah, du darfst auch noch. Moment, was ist das Gleiche? Das sah irgendwie ähnlich aus. 70 ist okay. Ah, heißt, es geht aufwärts. Wunderbar. Gewonnen gegen die Chargers. Ach, Quatsch. Gegen die Rams. Nächste Woche Green Bay Packers. Das nächste Paket. Danke fürs Zusehen. Ich advance in die nächste Woche. Wir sehen uns.